und mir ein paar Werkzeuge holen. Zum einen den Hammer und die Axt natürlich. So. Wir werden natürlich jetzt auch erst einmal einen kleinen Rundgang durch die Farm machen. Oh. Ja, fangen wir einfach mal hier an. Das ist unser Kuhstall. Bietet insgesamt Platz für 12 Kühe. In den späteren Harvest Moon Teilen ist es so, dass man nicht mehr ganz so viele Tiere haben kann, zumindest so viele Kühe bzw. Hühner. Aber dafür hat man durchaus mehr Möglichkeiten, auch andere Tiere zu bekommen, wie zum Beispiel Schafe, in ganz späteren Teilen auch Enten. Ja, hier haben wir den Hühnerstall. Sammelbox für Eier. Ja. Aber das soll heute erstmal nicht unser Hauptziel sein. Unser Hauptziel wird auf jeden Fall erstmal sein, hier ein bisschen das Unkraut wegzumachen. Oh. Und da haben wir auch schon Mittag. Kann man ganz gut erkennen, jedes Mal, wenn unser Bauer Nahrung zu sich nimmt. Oh, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Das kommt davon, wenn man sich während des Spielens nur auf Reden konzentriert. Aber gut. Wie gesagt, wenn unser Bauer etwas Nahrung zu sich nimmt, ist es mittags, beziehungsweise... Nein, ich glaube, abends isst er gar nichts. Zumindest in diesem Teil noch nicht. Egal, wir machen hier erstmal ein bisschen das Unkraut und die Steine weg. Und ich merke gerade, ich muss ganz dringend mit der Steuerung hier umzugehen lernen. Ja, sehr spannend gerade. Kleine Steine kann man mit einem Schlag kaputt machen, große gehen allerdings erst nach 6 Schlägen kaputt. Ist natürlich ein kleiner Nachteil, denn für jeden Schlag, den wir ausführen, kostet uns das natürlich Energie. Und wie man hier schon sehen kann, er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ist ein Anzeichen dafür, dass er nur noch 50% seiner Energie hat. Und oh! Für deine Ware gebe ich dir 150 Gold. Ich hinterlege dir morgen die Summe. Ja, das war unser... Ja, nicht unser schon, aber das ist der nette Mann, der uns am ersten Tag in die Stadt gefahren hat. Er holt jeden Abend unsere Ware ab und ja, bezahlt uns natürlich den dementsprechenden Marktpreis. So, aber mehr wollte ich hier jetzt auch gar nicht machen, denn was ich eigentlich tun wollte, war, wir haben nämlich von der netten Dame ein Päckchen Grassamen bekommen. Und das Päckchen Grassamen werden wir natürlich auch gleich mal benutzen. Ah, nein, das wollte ich, na ja, so. Denn wir brauchen natürlich für Tiere jede Menge Futter. Und damit wir... Oh. Ja. Wir haben Dienstag, den zweiten Tag des Frühlings und besitzen 300 Gold. Nein, falsche Taste. Ja, so war das. Wie gesagt, mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen zurechtkommen, aber ich denke, das wird relativ schnell gehen. So. Oh. Wir haben Geld gefunden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, deswegen werde ich jetzt erstmal einen ganz kleinen Abstecher in den Wald machen. Denn wir haben keine Energie mehr. Und hier in dem Wald gibt es zwei Möglichkeiten, unsere Energie etwas aufzufüllen. Die eine Möglichkeit ist natürlich, die Weintrauben zu essen. Aber ich möchte natürlich die zweite Möglichkeit auch einmal zeigen, nämlich die Quelle. Ja,
nicht die Umkleidekabine, hier war das Schild. Qualität: sulfathaltige Quelle, Wirkung antirheumatisch, energiespendend. Ja, hier wollen wir auch gleich mal rein. So. Dum, di dum, di dum, di dum. So. Für die Leute, die es auch noch interessieren sollte, das Zeichen, was man hier sehen kann, ist aus dem japanischen Hiragana-Alphabet. Und zwar ist es das Yu. Y-U. So als kleine Information nebenbei. So, die Weintraube nehmen wir aber noch mit. Ich glaube, hier oben war auch noch eine, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, da ist noch eine. Okay, dann war das eine... Dann war das jetzt etwas schlecht von mir. Eine schlechte Orientierung, kann man sagen. So, bevor wir aber allerdings ins Bett gehen, nehmen wir uns erst einmal den Beutel mit Grassamen. Und ich hoffe, dass ich den jetzt nicht irgendwo ausschütte, wo er uns überhaupt nichts bringt. So. So, wir haben das Päckchen Grassamen erst einmal schön, ja, benutzt. Der weitere Vorteil hierbei, was heißt hierbei, bei diesem Teil ist, dass nach 16, nee, Quatsch, nicht 16, sondern 18 Uhr, 6 Uhr abends, die Zeit nicht mehr vergeht. Kann man als Vorteil bzw. als Nachteil sehen. Ich sehe es als Vorteil, denn während die Zeit sozusagen nicht vergeht, haben wir jede Menge Zeit, um, ja, uns den wichtigen Dingen zu widmen. Wie zum Beispiel Holz hacken oder Steine kaputt schlagen. Oder einfach mal in die Kneipe zu gehen. Werden wir aber jetzt nicht machen, denn unser erstes Hauptziel steht hier auf diesem Schild. Zugeteiltes Land für den Umbau des Hauses. Benötigtes Material 250 Stück. Mit den 250 Stück sind Holzstücke gemeint, die wir hier in diesem kleinen, ja, Häuschen, Schuppen, lagern. Und wir besitzen 12 Stück. Ja. Ist auf jeden Fall eine Menge. So, Wetterbericht haben wir schon gesehen und soll vor dem Schlafen in mein Tagebuch schreiben. Ja, sollst du. Ein neuer Tag, neues Glück und neuer Wetterbericht. Ja, immer noch sonnig. Gut. So, heute werden wir aber das erste Mal angeln gehen. Immer eine sehr gute Möglichkeit, sich, ja, etwas einen Tagesplan zu überlegen. Am Anfang brauchen wir natürlich noch jede Menge Geld. Möchtest du eine Runde angeln? Ja, möchte ich. Und wir angeln und wir angeln und wir angeln und wir angeln. Könnte natürlich langsam mal eine anbeißen. Komm. Komm, ich schmeiß dich auch zurück ins Wasser. Bitte. Juhu, wir haben einen Fisch. Den wollen wir nicht essen und ich werde mal mein Versprechen einlösen. Oh. Ich bin der Geist der Quelle. Du hast mir meinen Fisch zurückgegeben. Du bist ein guter Mann. Nimm dies zum Dank. Juhu, und wir haben unsere erste Kraftbeere. War das Kraftbeere? Beere des Kraftbaums. Juhu.
zu der Bäre des Kraftbaums. Oh, eine Dose. Ein Fisch. Wunderbar. Den wollen wir nicht essen, den wollen wir verkaufen. Ja, zu den Bären des Kraftbaums gibt es eigentlich nicht, ja, so viel zu sagen. Er bringt uns etwas Energie wieder und wir haben schon Mittag, wie ich gerade eben gesehen habe. Und deswegen gehen wir nochmal in den Wald und fischen noch einmal. Denn die Fische sind im Moment die beste Geldeinnahmequelle, die wir in dieser Jahreszeit haben. Ich bin aus dem Weg. So. Möchtest du eine Runde angeln? Ja, 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 komm, komm. Ja, was... Ja, Fische im Moment, beziehungsweise in dieser Jahreszeit, die beste Möglichkeit, um an Gold ranzukommen. Da wir am Anfang natürlich noch nicht so viel haben. Ah, jetzt muss aber einer anbeißen, sonst haben wir ein kleines Problem, denn sonst schaffen wir es nicht mehr zurück in die Stadt. Nee, nicht in die Stadt, sondern auf unsere Farm. Und das wird nichts mehr. Schade. Denn wenn sich, ja, die Farbe ins rötlich-braune ändert, ist es 3 Uhr nachmittags. Und wir haben ganz großes Pech. Da war wohl... heute geschlossen. Mist. Da waren wir wohl etwas zu spät. Denn ich wollte eigentlich noch etwas... Ja. Samen kaufen. Nun gut, müssen wir morgen machen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in die Kneipe. Und hey, unser Freund ist wieder da. Eva verlor früh ihre Eltern. Sie wurde von ihrem Großvater, einem Jäger, aufgezogen. Er lebt in den Bergen und lässt sich nur selten im Dorf blicken. Aha, das ist eine interessante Information. Nein, ich will mit dir reden. Nein, ich bin stocknüchtern. Hick. Ich bin nicht besoffen, ich habe nur einen Sprachfehler. Ja, ja. Guten Abend. Guten Abend. Was? Eva arbeitet den ganzen Abend. Sie trifft selten Leute. Sie trifft selten Leute ihres Alters. Oh Gott. Kuno, besuche uns doch regelmäßig, ja? Nein. Du lebst auf dieser Spukfarm? Na dann, viel Spaß. Ganz nebenbei. Mein Name ist Eva. Nimm dieses kleine Präsent. Oh Gott. Harte Drogen. Liebe Kinder, trinkt nie Alkohol. So, aber warum ich jetzt hier hinten reingegangen bin, hier haben wir ein kleines Buch. Ein Tagebuch gefunden. Ja, natürlich wollen wir es lesen. Ein Herz. Ja. Man kann es eigentlich schon sagen, der Hauptbestand dieses Spiels ist es meiner Meinung nach, zu heiraten. Und wir haben eben das Tagebuch von dieser, von Eva gelesen. Nein. Warum hängst du in der Kneipe ab? Bist du meinetwegen hier? Eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur nochmal kurz Hallo sagen und wieder verschwinden. Naja, gut. Geh ich eben wieder. Ja, wie gesagt, man hat verschiedene Mädchen, Frauen zur Auswahl, die man heiraten kann. Und ich muss eben mal gucken, haben wir denn eine Axt dabei? Ja, haben wir. Und ich habe mich natürlich schon entschieden, welches Mädchen ich heiraten möchte. Und zwar wird an unsere zukünftige sein. Warum gerade an? Ja. Weiß ich nicht. Früher hatte ich immer Maria geheiratet, aber wird natürlich mit der Zeit auch langweilig, immer dieselbe zu heiraten. Beziehungsweise, man sollte ja eigentlich nur einmal heiraten.